und recht herzlich willkommen im Stiegenhaus West. Recht herzlich willkommen hier in den Tiefen des Krone-Kellers. Schnürli und ich heißen euch wie immer recht herzlich willkommen. Heute zum ersten Mal als Sidekick unsere Barbara und mit Österreichs Nummer 1, Helge Peier. Servus Max. Servus. Du hast doch deinen Hund mitgebracht. Selbstverständlich. Ist der Cooper. Ich habe ihm schon ein paar Leckerlis gegeben, dem Cooper, und jetzt liebt er mich sehr. Jetzt ist er noch der Mini-Cooper, weil er ist erst 8 Monate. Und ich habe mir gedacht, dass der Schnurli, oder die Schnurli, ich weiß auch nicht, ob... Der Schnurli. Ich weiß auch nicht, dass er nicht so allein ist, und mir gedacht, nehme ich den Cooper mit. Du den Cooper mit? Das ist ja sehr nett. Er steht auf Kasse, also er mag Kasse. Sie haben sich auch schon sehr gut angefreundet. Wir haben kurz zu Beginn über Chuck Norris gesprochen. Ja. Hast du einen guten Chuck Norris-Witz? Ja, also... Sag mal. Spontan, Chuck Norris kann unter Wasser grillen. Hm? Okay. Ja. Ich finde sehr gut, Chuck Norris hat das Krankenhaus, in dem er gebaut wurde, selbst gebaut. Fällt mir auch sehr gut. Ich habe noch mehrere. Was habe ich gesagt? Gebaut. Also er hat es gebaut, ja, in dem er geboren wurde. Nein, das macht nichts, aber die Zuschauer haben es verstanden, bin ich mir sicher. Ich habe gesagt, gebaut wurde gebaut. Toll. Ja. Da sieht man wieder, dass ich es wirklich auf den Punkt bringe. Das macht ja nichts. Ja. Helge Peier, wir müssen das gleich zu Beginn sagen. Helge Peier hat hier mitgebracht, Schnurli, dass ich dich kurz absetze, ein original getragenes T-Shirt von dir. Genau, Ausgeht-T-Shirt. Ausgeht-T-Shirt, angeschwitzt, jetzt schon gewaschen. Total neu. Aber damals schon im Training auch angehabt. Nein, nicht im Training, zu den Auswärtsfahrten, und ich mir dachte, ich nehme da Kleinigkeit mit. Du hast aber gesagt, du hast S. Ich habe S und das ist large, deswegen verlosen wir es. Also wer möchte auch ein original getragenes von Österreichs Nummer 1? Ehemalig, bitte. Nein, für mich bist du noch immer Österreichs Nummer 1. Ich sehe da nichts, was nachkommt, und deswegen bleibst du auch Österreichs Nummer 1. So, das haben wir auch einmal geklärt. Ist geklärt. Aber jetzt bist du jetzt beim ORF viel, gell? Viel. Du hast auch mit dem Herbert Borowska zu tun? Sehr viel. Wie geht das? Traumhaft. Wirklich? Geht das gut? Also. Weil der Herbert Borowska möchte nicht in meine Sendung kommen, zum Beispiel. Soll ich mal mit ihm reden? Ja, reden wir mal. Weil ich glaube, er hat so Angst, dass er irgendwie dann. Ja, weil ich zu einem Rapidler bin. Nein, das macht er gar nicht. Er hat mich auch sehr gern, glaube ich halt, gell Herbert? Hat einen Tag vor mir Geburtstag. Nein, also ich bin Herbert, also seit 2013 war ich Experte und dann mit einer Unterbrechung, aber dann in Frankreich bei der Europameisterschaft habe ich ihn so richtig kennengelernt und für mich einer der besten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Obwohl er Austrianer ist. Ich weiß, dass du mit Austrianern so ein bisschen dein Problem hast, aber... Ja, du ja auch an sich, ne? Ich bin drüber hinweg, weil ich ein bisschen... älter geworden bin und ein bisschen Ruhe reingebracht habe, aber natürlich bin ich durch und durch Rapid-Fan, hundertprozentig, aber ich habe auch Bekannte, die Austrianer sind, also da stehe ich drüber, sagen wir es einmal so. Ja, es ist so. Ich weiß, dass du das nicht gerne hörst, aber... Es ist so, ne? Es ist in Ordnung. Barbara, du hast überhaupt keine Affinität zum Fußball. Du hast mir im Vorfeld erzählt, du hattest mal einen Bekannten oder Verwandten, wie war das? Na, mein Ex-Schwager, der war... eingefleischter Rapidler, und wenn der Rapid gespielt hat in meiner Kindheit, dann hat alles still sein müssen. Komme, was wolle. An das erinnere ich mich noch. Ja. War sicher auch kein Borowska-Fan, der Ex-Schwager. Guter Mensch, habe ich gesagt. Ein guter Mensch. Ja. Nein, wir tun ja Flachsen. Ich weiß, wir flachsen. Du Helge, das heißt, du warst ja kurz beim ORF, jetzt wieder weg. Das heißt, du bist jetzt wirklich hauptsächlich... beim ORF als genau. Kommentator. ORF und The Zone in München. Mache ich die internationalen Spiele. Ja, ja. Und das ist so meine Leidenschaft, und das macht halt richtig Spaß. Das ist das, was ich gefunden habe, was mir so ziemlich am meisten Spaß macht. Wie ist die Stimmung jetzt innerhalb der ganzen Community wegen dem Corona und so? Keine Zuschauer, muss ja ein Albtraum sein. Ja, also zu Beginn hast du ja gesagt, ohne Zuschauer kannst du das gar nicht vorstellen. Dann warst du monatelang zu Hause oder fast nur zu Hause. Und dann hast du den Fußball wieder herbeigesehen. Ja. Und dann nimmst du sogar solche Spiele in Kauf ohne Zuschauer. Aber mittlerweile hat man sich ein bisschen daran gewöhnt. Ich hoffe, es wird jetzt wieder anders. Natürlich mag ich es anders auch, aber besser Zuschauer ohne Fußball wie gar kein Fußball. Ich glaube, da stimmst du zu, oder? Ja, schon, aber es ist halt schon was anderes, oder? Das ist halt jetzt ganz anders. Im Rapid-Stadion wollen sie jetzt auch dieses Schachbrettmuster machen. Block West kommt nicht, hat schon ausgeschrieben. Also die Stimmung und so weiter, also das ist dann... Obwohl jetzt, sagen wir es, im Cup-Spiel, ja, ich glaube, es waren 1250 Zuschauer gegen St. Johann. Ja. Und es war eine richtig gute Stimmung. Also diese Zuschauer, die da waren, haben sie natürlich gedacht, sie müssen um einiges mehr geben. Noch mehr. Und es war jetzt nicht so laut erwartet, aber natürlich, Zuschauer gehören zu 100% ins Stadion. Die Barbara, hat sich so schwer getan. Die spielt mit dem Cooper. Ist voll in Ordnung. Ich habe gerade aufgepasst. Ja. Sie hat sich so schwer getan. Noch ein Leckerli. Fern. Noch ein Leckerli. Ja, schau. Aber du darfst ihm nicht zu viel Leckerlis geben. Nein, ja, schön. Gibst du ihm immer die ganze Stange gleich? Ja.
Tust du gar nicht so ein bisschen, dann da kannst du ihn noch ein bisschen dressieren und abrichten. Darf ich das da hinlegen? Natürlich, selbstverständlich. Du hast ja eine Frage vorbereitet, weil du jetzt nicht so fußballaffin bist. Stell mal deine Frage an den Helge. Was mich wirklich sehr interessieren würde, ist, wenn du so auf deine Karriere zurückschaust, was mit Abstand das berührendste oder der berührendste Moment war? Ganz spontan, wenn du so zurückschaust. Das ist eine sehr gute Frage. Da hat es sicher ein paar Momente gegeben, aber jetzt so spontan bei der Verabschiedung, ich kriege gerade Gänsehaut, also es dürfte die richtige Antwort sein. Verabschiedung vor dem Block West im ganzen Stadion beim Abschiedsspiel gegen AS Rom. Wie ich mit meiner Tochter am Arm davor gestanden bin, die Plakette bekommen haben, was Dankeschön für 24 Jahre Rapid. Also das das war ein Tränenmoment, muss man sagen. Na ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich nehme diesen Moment. Ja, super, danke. Bitte. Wie oft warst du Deutscher Meister? Deutscher Meister. Warst du sechsmal, glaube ich, sechsmal Deutscher Meister. Österreichischer Meister drei. Naja. Eigentlich dreimal, gell? Das schaust du wieder, was ich alles weiß. Ja, ich weiß es. Ja, fasziniert. Bist du fasziniert? Also ich sage für mich zweimal, aber ich war beim ersten 1996 auch schon ein paar Mal auf der Bank, habe schon mittrainiert mit der Kampfmannschaft. Und bist auch dreimal Meister. Eigentlich dreimal, aber für mich, wo ich aktiv gehalten habe, sage ich zweimal. Ja. Wie ist es möglich, Helge, dass du der Letzte bist aus deiner Meistermannschaft? Für einen ehemaligen Großverein wie Rapid. Ja, es ist 2005, 2008 waren die letzten, 12 Jahre her. Man musste schon ein bisschen der Übermacht Red Bull Salzburg zuschreiben. Es hätte ein, zwei Möglichkeiten gegeben, Sturm Graz ist glaube ich 2011 oder 2012. Es hat immer so ein, zwei Schwächeperioden gegeben. Aber da war halt in der Phase Rapid gerade nicht stark, dass sie es ausnutzen. Letzte Saison wäre es der Lass gewesen, waren 6 Punkte vorn, dann war Corona und dann wissen wir, was passiert ist. Und das waren die zwei Schwächeperioden und da war Rapid nicht wirklich da. Ja, aber es ist halt der Wahnsinn, dass du bist ja auch nicht alt jetzt eigentlich und bist eigentlich, da denkt man sich, das ist der Wahnsinn, der letzte Meister, ne? 2008? 2008. Wahnsinn. Das heißt, wie viele Jahre ist das her? 12. Wie aus der Pistole geschossen. Hast du das vorher gebrieft? Ja? Nein, die sind alle hochintelligent. Das haben wir schon beim Reingehen gedacht, dass da wirklich eine Kuh-Explosion ist. Also du kannst ihn alles fragen. Fragst du über Bypass-Operationen, das kommt wie aus der Anatomie. Weltmeister 1990. Deutschland. 5 Meter an die Bremse, hat er recht. Tust du? Wahnsinn. Wahnsinn. Gratuliere. Du kommst öfter her. Kommst du öfters her? Wegen Sportfreunde Stiller. 60, 90, 2000. Ja, siehst du, ein wandelndes Lexikon, absolut, unser Felix. Ja, eine Koryphäe. Möchtest du ihn was fragen? Ja, ich habe auch noch eine Frage. Ja. Und zwar, was ich mir immer wieder die Frage, die immer wieder in mir aufkommt, ist, wie geht man mit dem Druck um? Fußballspielen. Genau. Wie geht man mit diesem Leistungsdruck, mit diesem Druck um? Weil ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr belastend auch sein kann. Extrem belastend, vor allem wenn man bei so einem Verein wie Rapid oder ich sage jetzt Bayern München oder ganz egal, ich würde jetzt nicht Rapid und Bayern München vergleichen, dass du das Kabeln kriegst, gell? Der Druck ist enorm und du musst immer deine Ventile finden, entweder hast du einen Mentaltrainer oder hast du eine gute Familie. Darauf wollte ich eben hinaus, wie bist du damit umgegangen, hast du welche Methoden oder Möglichkeiten hast du dafür? Viel sprechen, Gesprächstherapien, einfach alles rauslassen, wenn man darüber redet, dann belastet es einen nicht mehr, dann ist das Glas irgendwann ausgeleert und dann kannst du wieder das Glas befüllen. Das ist eigentlich so wie man mit Druck umgeht bei so einem großen Verein. Und viele fressen es aber dann in sich hinein, reden mit keinem. So wir Männer sind ja, die müssen überall zeigen, uns belastet das nicht, uns geht's gut. Und dann irgendwann einmal ist der Kessel voll und dann kannst du die Leistung nicht mehr bringen. Und wenn du dann über deine Fehler, Ängste sprichst, dann wirst du da länger Leistung bringen. Ich glaube, da muss man sich auch gut selbst kennen, oder? Genau. Dass man diesen Punkt nicht übersieht. Genau, gute Selbstreflexion, aber da gehört es auch, die richtigen Freunde zu haben, das richtige Umfeld. Und wenn du das hast, dann steht einer höheren Karriere nichts im Weg. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wenn man so schaut, die größten Spieler, die besten Spieler, haben wir meistens ein gutes Umfeld gehabt. Ich kann mich erinnern, weil das wirst du gar nicht kennen, Robert Enke, sag er was? Ja. Der war ganz schwer. Ich habe das Buch gelesen. Ja. Schwer depressiv, ne? Sagt er sogar was? Da sagt man was, Robert Enke, Düsseldorf-Torhüter, glaube ich, war das, ne? Hannover hat er gespielt, Düsseldorf. Deutsches Nationalteam, Wäre Nummer 1 gewesen. Toller Tormann gewesen, schwere Depressionen gehabt und ist auch
an dem Druck eigentlich zerbrochen, ne? Kann genau, man sagen. Genau, hat nie drüber gesprochen, nicht einmal wirklich mit seiner Frau. Ich weiß das, weil ich habe jetzt im Urlaub gerade das Buch gelesen. Sehr interessant, kann ich empfehlen. Mhm. Und da kriegt man einiges mit, wie man es besser machen kann. Ja? Dass man es auch anspricht, nicht immer alles runterschlucken. Genau. Sagen, was man fühlt und so weiter und dann. Aber ja, über das Thema haben wir, dass wir die Zuschauer mit reinnehmen, ja vor der Sendung schon gesprochen. Ja. Du hast eine kleine Auseinandersetzung gehabt und ich habe gesagt, Gott sei Dank redet ihr drüber. Ja, sofort rauslassen. Ja. Sofort rauslassen. Na, Auseinandersetzung. Ein Missverständnis. Ja, ein Missverständnis. Nein, es war halt ein bisschen echauffierter. Ja, es war ein bisschen. Ja, Cooper. Es war, diese Harmonie war nicht mehr im Raum. Zum Glück haben wir Felix als Mentor hier im Raum, der stimmt. Alles. Thomas, also jetzt möchtest du lieber Thomas genannt werden, Felix? Das ist mir wurscht. Ich habe nicht, ab und zu sage ich irgendwelche Namen. Ja? Und jetzt, dass sie wach werden wieder, oder? Nein, so aus Spaß einfach, weil ich halt glaube, dass das lustig ist. Aber jetzt sage ich immer Felix, aber jetzt sagt er, ich soll ihn Thomas nennen. Wie geht's dir so, Franz? Mir geht's gut. Günther, seitdem du hier im Studio bist, Felix, ist das alles in einem Unglaublichen. Ich freue mich auch, dass Eva heute da ist. Ja. Wunderbar. Und über Bastian freue ich mich sowieso jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Der Cooper ist da egal. Da? Na, Hund oder wie? Die Lässe ist wurscht, ja. Ach so. Ja, die Lässe. Ja, aber brav ist er. Brav sehr ist brav. Ja, wie alt ist er? Acht Monate. Kurz ich vor Corona genommen und das war ein guter Griff. Aber nicht, was heißt kurz vor Corona? Naja, kurz bevor Zufall. Corona ausgebrochen ist, haben wir es ihn genommen und dann haben wir viel Zeit gehabt, war ein gutes Timing. Okay. Ist es überhaupt möglich, dass wir noch Meister werden, glaubst du, bei dieser Übermacht? Ich glaube nicht. Ne? Also ich denke ja. Ja, muss halt sehr, sehr viel passieren. Es muss über Jahre gut gearbeitet werden, es müssen über Jahre viele Junge nachkommen und es müssen die richtigen Transfers getätigt werden. Messi ist frei zum Beispiel? Messi wäre frei, richtig. Ja, richtig. Aber unrealistisch, ne? Sehr unrealistisch. Sehr unrealistisch. Und dann kann es auch wieder funktionieren, aber das muss über Jahre passieren, so wie es der Lask jetzt vor 5 Jahren gemacht haben, dass sie nachhaltig ein Konzept gehabt haben und das hat ja auch funktioniert. Was soll ich jetzt fragen? Ja, kannst du dich noch erinnern? Boom, bist du gescheit. Solche Sachen wie Dejan Savicevic, glaubst du, ist das noch möglich, solche alten Stars, dass man den noch holt? Weil ich meine, der Savicevic war trotzdem noch ein Genie am Platz. Ich glaube, dass das heute nicht mehr so funktioniert. Ich mit Dejan Savicevic, wenn wir zuerst über 1996 geredet haben, mit dem durfte ich auch trainieren. Das war ein Magier, Il Genio genannt. Genio, sein Spitzname. Ja. Champions League-Sieger. Und das funktioniert heute nicht mehr, bin ich der Meinung. Ja, weil diese Stars, der muss top fit sein. Ja, die meisten Stars in dem Alter gehen jetzt dann nach Amerika und so. Ja. Die funktionieren. Es gibt Ausgewählte, aber ich glaube, du brauchst, so wie in Österreich, wirklich Hungrige, die noch was bewegen wollen. Und da würde ich eher auf junge, talentierte Pferde setzen. Okay. Kennst du, sagt er das was, Dejan Savicevic? Sagt er gar nichts. Nein, tschüss. Nein, macht er nichts. Und sonst, Torwartschule hast du ja auch, genau. Die Helgepeier Torwartschule. Genau. Das klingt dann Leiberl, also das wolltest du für den Intendanten mitbringen? Selbstverständlich, weil wir mal gemeinsam eine Kooperation gemacht haben, wollte ich ein Leibchen überreichen, aber angeblich ist er auf Urlaub. Und tolle Neuigkeiten gibt es ja von deinem Vater, dem ging es ja nicht gut, der war wirklich schon knapp davor. Ja, hat das Hirntumor nicht zu schaffen. Gehabt. Hirntumor? Schweren Hirntumor und war. Und jetzt steht er schon wieder am Platz, ne? 3 Monate im Spital, hat sich nicht die ganze linke Seite gelähmt. Wahnsinn. Hat eigentlich damit gerechnet, dass er nie wieder gehen oder schießen kann und jetzt steht er wieder täglich mit 74 Jahren am Platz. Das hast du schon verabschiedet von ihm? Nein, überhaupt nicht. Ich kenne ihn. Hast du gewusst, wer er kennt? Ja. Super geil. War, wie alt ist er jetzt? 74. 74, na schon. Vater war schwer krank und. Wahnsinn, ja. Weiß ich noch, die Fotos aus dem Spital hast du noch gepostet? Ja. Ja, und jetzt geht es ihm wieder gut, Gott sei Dank. Und hat er noch einen guten Schuss? Ja. geht's ihm aus. Und kommt von der Helge Bayer Torwartschule jemand nach zu Rapid? Hast du jemanden, der für uns interessant wäre? Also es sind einige Nachwuchstorhüter schon bei Rapid. Ja. Wir haben in Martin Freisel, der in der 2. deutschen Bundesliga ist. Beim FAC haben wir einen Tormann. Jetzt kommen schon wo die ersten. Wo ist Freisel? Bei Sandhausen, beim Kulo. Ah, den kennst du auch ganz gut. Der Kulo, das ist der Freisel, der mit einer ehemaligen Dame zusammen ist, die im Verteilerkreis gearbeitet hat. Richtig. Ja. Das weißt du wieder. Das weiß ich wieder, weil ich ganz echauffiert war, dass jemand so im Haus vom Kulo ist. Stimmt, ja. Wir sind oft zusammen. Wir sind oft zusammen. Ja. Und sonst, privat, wie geht's sonst? Alles gut bei dir? Alles in Ordnung. Alles wunderbar. Hund?
Familie, alle gesund? Alle perfekt. Und deine nächsten Ziele, hast du jetzt irgendwelche großen Projekte auch, jetzt abgesehen vom ORF oder der Sohn? Also die Torwartschule, dann die Spieler, die da rausgekommen sind, ja, aus der Torwartschule, die im Mentoring weiter betreuen, so wie am Freisel und weitere. Ja. Und das ist das, was wie ich zuerst gesagt habe, kommentieren, expertieren und dann die Spieler im Mentoring weiterbringen. Das ist das, was ich machen wollte. Deswegen bin ich ja damals weggegangen von Rapid, weil ich Pilot meines eigenen Lebens, ja, sein wollte, einfach die Sachen tun, wo ich entscheiden kann, was ich mache. Und deswegen. Und Trainer? Hat sie nie? Ich war ja 3 Jahre Dorma-Trainer. Ich meine, aber so ein richtiger Trainer? So? Nein. Weil der Coole macht ja zum Beispiel die Ausbildung, ist ja ganz fleißig. Ist auch schon Co-Trainer jetzt, ja, bei Sandhausen. Ich weiß, ja, ja. Und ist auch sehr, sehr gut unterwegs. Wird wahrscheinlich auch einmal Rapid-Trainer. Das wäre geil. Ja, das wäre super. Stefan Kulowitz, Rapid-Trainer. Jetzt Steffen Hoffmann, Co-Trainer, Trainer in der zweiten Mannschaft. Also ja. Jetzt kommen die schön langsam, mit die Ino zusammengespielt habe. Auch ein. Aber der Hoffmann ist so, der Steffen ist doch so introvertiert, oder? Na ja. Also, na gut, der Guardiola ist jetzt auch nicht, genau, so. Genau, ist eher, ja, ein ruhigerer, aber trotzdem hat er seine Botschaften, die er weitergibt. Glaubst du, ist ein guter Trainer, Steffen Hoffmann? Das wird sich weisen. Ja. Also ich habe mit ihm damals die Ausbildung gemacht, die B-Lizenz. Und dich reizt es nicht? So nein, gar nicht. Weil? Hat nicht wirklich einen Grund. Ich bin sehr, sehr gern Dorma-Trainer und das taugt mir. Aber jetzt auf den Trainerposten zu gehen, ich bin der Meinung, du, es gibt... Dino Zoff? Ein großer Trainer. Es gibt... Nein, Helge Bayer, ist gut. Also, ja. Nein, aber Dino Zoff, ja, war stimmt, auch ein der war hervorragend, Weltklasse-Tormann, einer der wenigen Torhüter, die auch Trainer waren. Ja? Aber ich habe gesagt, nein, ich konzentriere mich eher auf die Torhüter. Dino Zoff. Ja. Dino Zoff, kennst du Dino Zoff? Auch nicht. Auch wen nicht. Kennst denn du Fußballer? Sag mal Fußballer, die du kennst. Ich bin überhaupt. Ja, da wirst du irgendeinen Fußballer. Naja, Toni Polster kenne ich. Um Gottes Willen. Das ist der erste Name, den sie sagt. Toni Hans Polster. Hans Kranke jetzt auch sagen. Hans Kranke, ja, ist auch Kranke sagen. Natürlich. Ja, aber ja, nicht, jetzt ist es zu spät. Naja, jetzt ist es zu spät. Jetzt vorher sagen müssen, eigentlich. Kranke. Du jetzt vielleicht so wie bei der Millionen schon ABC. Ja, da hätte ich mal leichter dann. Ja. Toni Polster und sonst noch? Naja, nicht so wirklich. Sonst nichts? Nein. Nichts, keine. Was gibt es bei Stiegenhaus West für Pläne? Für wie geht es weiter? Was habt ihr da noch? Du, bei uns ist eigentlich alles in Ordnung. Bei uns, unsere Sendung läuft sehr gut. Ja? Wir haben jetzt einen neuen Sidekick, unsere Barbara. Oben wartet Jana. Jana. Thomas geht es auch gut. Also wir sind eigentlich recht gut. Die Quoten sind hervorragend. Wirklich? Ja? Super. Wirklich, wir sind ja auch auf Amazon Prime. Habe ich gehört. Ja. Ich weiß nicht, ob du auch auf Amazon Prime kommst. Ja, das hoffe ich. Das müssen wir schauen. Ja, das werden wir schauen, dann besprechen. Ja? Aber wir sind guter Dinge. Ja, wir sind, weißt du, im Keller ist es auch immer schön kühl im Sommer. Das stimmt. Das ist natürlich soweit alles. Ich hab gesehen, das letzte Mal hast du mit Rainer Pariasek Tipkick gespielt. Möchtest du gerne spielen? Na, also, ich bin mit 2 Wochen vorbereitet. Na bitte, na unbedingt. Helge Bayer möchte Tipkick spielen, spontan. Zwicke, bist du bereit? Tja. Zack, bumm, schau her, das geht 1 zu 3. Naja, was glaubst denn du? Das ist ja herrlich. Da schaut zack, bumm, da ist schon, das können wir schon anfangen. So habe ich immer mit meinem Papa gespielt. Wirklich? Wenn ich noch jung war. Okay. So. Helge Bayer, rot, gelb. Naja, gelb ist da, noch nicht mehr rot. Ja, okay. Bis, was sagst du? Wie geht's? Bis mit dem Kameramann. Du redest mit dir selber? Ja. Messerscharfe Karte. Schwarz oder weiß? Ich habe weiße Hosen, das ist ja, ergibt sich ja. Gut, weiß, das heißt, ich beginne. Wer das erste Tor schießt, hat gewonnen. Echt? Okay, natürlich. Und den darf ich immer dazwischen stellen, oder? Natürlich, ja. Okay, hoppala. Der ist ja, schon die fallen schlecht, die fallen immer um. Aber ich darf natürlich nicht gleich vom Ankick, wir spielen schon die Fußballregeln. Aha. Schwarz, jetzt darf ich. Jetzt bin ich, Leute, wenn der drin ist, erst. Ja, das ist unmöglich. Glaubst du? Lass er. Der war nicht schlecht. Das war aber deiner jetzt, weil ich habe ihn rausgeschossen, oder? Nein. Der ist ja von mir abgefallen. Einen Wurf. Ja, für dich aber. Ja, eh? Ja, sag ich, ist deiner. Ja, ist meiner, ja. Den hast du aber sehr gut gestellt, ha? Naja, Mauerstellen habe ich schon ein, zwei Mal. Aha. Wieder schwarz. Naja. Na, jetzt muss der Bissi weg, weil sonst kann ich nicht schießen. Das ist schwarz. Schwarz. Warte einmal kurz. Oh, jetzt, Achtung, habt ihr das jetzt groß drauf? Jetzt zeig, was kannst, Nummer 1. So. Was machst du jetzt? Naja, pass auf. Na, aber das, na, ist, ja, na, was, das ist ja keine natürliche Geste. Ich bin ein Dormann, ich weiß, was natürlich ist. Ja, der liegt ja jetzt schon auf der Erde. Ja, da brauche ich ja nicht lupfen. Na, schieß. Weiß. Und geht schon. Und geht schon. Na, warte, Moment. Ja, Moment. Ich schieße eh noch nicht, ich tue nur passen. Uje. Da ist schon soweit. Uje. Von da bin ich gefürchtet. Oje. Bist du bereit? Ja.
Noch mit dem Walter. Und schwarz. Und schwarz. Um Gottes Willen. Schau, das war Steffen Hoffmann. So. Warte einen Moment. Ah. Hat er schon gepfiffen, der Schiedsrichter? Oh, warte, stopp. Die Mauer steht noch nicht gut. Ja. Okay. Ah! Der war knapp, Cooper. Ui, der war ganz knapp. Argo, der war knapp. Ah, der war knapp. Ah, siehst du eh was, Barbara? Ja. Weiß. Mhm. Und da ganz gefährlich. Ganz, ja, kann sein. Das kann. Ja? Bist du bereit? Ja. Nur, dass du weißt, ich sage das da jetzt an. Ja. Über die Mauer. Ja. Oh! Bist du aber gehalten? Ja. Sensationell gehalten. Eckball. Ja, Eckball. War die Stangen. Aber du wüsstest, dass er gehalten war, oder? Sagen wir, es war gehalten, ja. Schwarz. Das gibt's ja nicht. So, pass auf. Schießt du von dort, oder? Na sicher, versuche ich das. Okay. Ah, schlecht geschossen. Ich tue so Affeln. Hat der Krankel schon immer gesagt, nicht Affeln. Wo so. Weiß. Uje. Hm? So, jetzt glaube ich, jetzt wird's gräher. Ja. Wieso eigentlich gräher? Du als Rapidler, kannst du mir sagen, gräher. Geht's? Ja. Na, schlecht. So. Jetzt muss ich da kurz wechseln. Ich glaube, das. Ja, so vergeht auch die Zeit, ja, gell? Und wie geht's da sonst? Also ja, da, ja, eigentlich ist alles in Ordnung. Gott sei Dank. Na, der. Noch einmal schwarz. Ah, es ist nicht so, wie es davon herumgeht. Das ist ein Wahnsinn. So. Das schaut gut aus. Das ist eine gefährliche Position. Letzte Chance, oder? Eine Chance kriege ich. Eine Chance noch, ja. Ich schieße direkt von da, wenn der drin ist. Okay, ich stelle ihn nicht hin. Sonst ist das ein Unentschieden, ein klassisches. Ja, aber. Muss der. So, letzte Chance für Helge Peier. 3, 2, 1. Aber wieder sensationell gehalten, oder? Gratuliere. Danke. Sehr gut. Ja, war keine Chance wirklich. Also. Aber ich habe gut gehalten. Ja, meine ich ja. Also, ja? Also es war eigentlich wirklich. Könnte man glauben, du bist der. Was bin ich? Ein ehemaliger. Nein! Ich bin ja viel zu klein. Außerdem bist du ja zu viel. Ja? Geht ja die Sonne unter, wenn du aufstehst. Ja. Gell, Cooper? Wenn der Papa aufsteht, hast du Angst. Ja. Gut, haben wir das auch geklärt. Barbara, hast du noch irgendwelche Fragen, bevor wir dieses Gespräch abbrechen? Nein, eigentlich nicht. Bist du zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Hast du was gesehen vom Fußballspiel überhaupt? Ja, ja, ich habe hingeschaut. Ein bisschen nur, ein bisschen nur. Gibt es einen Punktesieger oder so? Ja, für dich. Wer war eloquenter am Tisch? Da kann ich mir kein Urteil erlauben. Überhaupt nicht. Einigen wir uns auf einen. Jeder zahlt seinen Kaffee jetzt selber. Und genau. Okay. Gut, also in diesem Sinne, wir machen jetzt noch eine Gewinnspielfrage. Ja. Zum Abschluss. Helge, stell die Frage. Was für eine Gewinnspielfrage sollen wir stellen? Eine schwere. Eine schwere? Ja. Es geht um dieses T-Shirt. Was war mein erstes Länderspiel? Sehr gute Frage. Spontan, aber sehr gut. Nicht einfach. Das erste, ja, Barbara nickt schon, sie weiß es sofort. Ja, ich weiß es. Das erste Länderspiel von Helge Peier. Oder was war mein erstes Rapidspiel? Fühlst du dann wohler? Na, du musst dich entscheiden, Helge. Nein, ich sag erstes. Du verwirrst die Leute. Nein, erstes Länderspiel. Erstes Länderspiel. Ja? Sicher? Ganz sicher. Einloggen. Na gut. Also, das erste Länderspiel von Helge Peier. Es geht um dieses in Large gehaltene Rapid-Trikot, welches er bei den Fahrten im Bus anhatte. Richtig. Ja? Wann war das erste Spiel? Wann oder welches Spiel hast du jetzt gesagt? Ja, das erste. Das welches? Erste. Gegen wen? Aber gegen wen ist wichtig oder wann es war? Gegen wen. Gegen wen? Also den Gegner wollen wir wissen. Ja, aber wenn sie den Gegner wissen, wissen sie auch das Datum. Also. Okay, das wird ja hoffentlich. Also, das haben wir trotzdem der Gegner, weil sonst nicht, dass sie sich verwirrt sind. Der Gegner. Wer war der erste Gegner von Helge Peier, als Helge Peier erstmals im Tor der österreichischen Nationalmannschaft stand? Bitte rufen Sie an oder nein, nicht rufen Sie an. Schreiben Sie an 1136 Wien, Kennwort Kasperlpost. Nein, natürlich nicht. Also unten in die Formulare bitte die Antwort zu schreiben, der erste Gegner von Helge Peier. Gut, Helge, zum Schluss darfst du dir noch etwas aussuchen von unserer Wand. Wahnsinn. Das ist ja wirklich viel. Ja, was du willst. Ich glaube, ich habe schon was. Was denn? Ich glaube, ich nehme das Mensch ärgere dich nicht. Echt? Ja. Ja, warum nicht?
Halt den Schnabel. Das schenke ich dir. Was ist das? Halt den Schnabel. Ja. Lustiges Taschenbuch. Danke. Ich nehme das nett. Mensch, ärgere dich nicht. Sehr nett, dass du von meiner Wand mir was schenkst. Ne? Na, einfach komm von Herzen. Ja, toll. Okay. Gut, da freue ich mich doch sehr. Überrascht mich. Du nimmst den Mensch, ärgere dich nicht. Ich sage danke. Spielt ja. Meine Tochter sehr gerne. Ah, süß. Gut, Helge, dann Baba. Vielen lieben Dank. Hat alles mich gefreut. Mich auch. Bis zum nächsten Mal. Das bleibt bei uns. Und du checkst mir eins in Schmall? Selbstverständlich. Bekomme ich das wirklich oder sagst du das nur vor der Kamera? Naja, du hast da die Beweise. Du kannst es rausschneiden und mir dann schicken. Und dir dann schicken. Okay. Und mich erpressen. Gut. Wir bedanken uns auch bei Cooper. Genau. Für deinen Besuch. Baba. Das nehmen wir mit. Alles mit? So. Wunderbar. In diesem Sinne. Ich hoffe, ihr macht's mit beim Gewinnspiel. Wir sehen uns wieder im Stiegen aus West. Danke an Barbara. Danke. Bis zum nächsten Mal. Danke. Wir sehen uns im Stiegen aus West. Pfiat euch. Baba. Ciao.